Herzlich willkommen bei Marius Fliegendose. In diesem Video binde ich mit euch eine Polar Magnus. Das ist eine typische Meerforellenfliege fürs Frühjahr. Sie ist ein bisschen glitzernd mit einem pinken Akzent drin und daher besonders gut geeignet noch für die kältere Jahreszeit. Und wenn das Wasser noch etwas kälter ist und wenig Nahrung da ist und einfach den Forellen etwas mehr Reiz geboten wird. Als Haken habe ich hier eingespannt ein Gamakatsu SS15T in der Größe 2. Größe 4 oder Größe 6 könnt ihr auch verwenden, aber der Haken fällt nicht so groß aus, deswegen nehme ich hier ganz gerne die Hakengröße 2. Als Bindefaden verwende ich den UTC 140 in Weiß. Lege diesen vorne an und binde mir jetzt als erstes mein Kugelkettenauge auf den Haken auf. Und dieses direkt hinter dem Öhr. Einmal ein paar Wicklungen in die eine Richtung und dann über Kreuz gewickelt. Und jetzt kann man so oben immer von einer Seite über die andere Seite und mal wieder über Kreuz drüber, sodass das Auge gut fixiert wird und sich nachher beim Fischen nicht mehr dreht. Und damit es wirklich vollends fixiert ist, verwende ich einen Tropfen Sekundenkleber und wickel dann nochmal über diesen Tropfen hinweg, sodass sich wirklich eine schöne feste Verbindung des Auges mit dem Haken bekomme. Nun lege ich eine Grundwicklung bis nach hinten, ungefähr bis zum Wiederhaken. Und für das Schwänzchen der Fliege verwende ich eine Grizzly Marabou Feder. Diese ist schön weich und pulsiert ganz toll im Wasser. Und die falte ich so ein bisschen zusammen, sodass ich so ein Schwänzchen bekomme, das ungefähr die Hakenlänge entspricht. Schneid mir hier den Rest ab, den ich nicht brauche, lege die Feder oben drauf und überfange sie mit dem Faden. So. Dann nehme ich mir ein Ultraweiher in der Stärke Brass in Silber. Das wird mein Rippungsdraht. Dieser sichert mir meine Feder, die ich gleich noch einbinden werde, und bewirkt so, dass die Fliege sehr, sehr viele Fische auch aushält. Die Grundwicklung und diese Bindestelle sichere ich mit einem Tropfen Lack. Gerade bei Meerforellenfliegen sollte man sehr darauf achten, dass die Basis der Fliege gut geschützt ist. Zum einen durch einen Lacküberzug schützt man den Haken vor dem Salzwasser und damit auch ein wenig mehr vor Korrosion. Der rostet dann einfach nicht so schnell. Wenn das hier ist ein Edelstahlhaken, der rostet eh kaum, aber wenn man jetzt einen nicht ganz so hochwertigen Haken verwendet, erreicht man durch die Lackierung etwas Schutz für den Haken. Dann für den Körper verwende ich Ice Dub in der Farbe Minnow Belly. Das ist so ein irisierendes Dubbing, das ein bisschen langfaseriger ist und das ergibt sehr, sehr schöne Lichtreflexe in der Fliege. Es gibt da verschiedene Varianten, wie Polar Magnusse gebunden werden. Ich bin eher derjenige, der die ein wenig glitzernder mag und daher verwende ich auch dieses relativ auffällige Dubbing. Das wickele ich jetzt nicht bis ganz nach vorne, sondern nur so zwei Drittel des Körpers. Und für den vorderen Teil verwende ich Ice Dub in der Farbe Fluo Hot Pink. Da jetzt gar nicht mehr so viel genommen, weil ich ja nicht mehr so viel Platz vorne frei habe. So. Das bürste ich schon mal mit dem Klettverschluss ein bisschen aus. Weil nachher, wenn ich die Feder drüber gewickelt habe, dann komme ich schlechter an die Fasern ran und muss sehr, sehr stark bürsten, um die Fliege noch etwas fluffiger zu bekommen. So, dann als Körperfeder verwende ich von Whiting diese American Heckel Bälge und da eine Farbe Grizzly für den Körper. Von der Feder, da schaue ich, der Kiel ist doch ein bisschen dicker von diesen Federn. Und man sieht, wenn man die so biegt, ab wo sie der Kiel ein bisschen dünner ist, also hier in diesem Bereich ungefähr. Und dann ziehe ich mir hier die überstehenden Fibern ab, schneide den Kiel weg und binde die Feder jetzt so ein, dass die hat ja eine natürliche Krümmung, die Feder. Also das ist die Oberseite, das hier die Unterseite, dass die Oberseite nach oben
zeigt und lege mir die Feder so oben drauf. Mache dann direkt vor dem pinken Dubbing eine Wicklung und gehe dann mit losen Wicklungen über den Dubbingkörper hinüber und wickel die Feder von mir weg über den Haken. Ganz wichtig, dass die Richtung eingehalten wird. Es ist genau die gleiche Vorgehensweise wie bei dem Wullibagger, den ich euch in einem anderen Video gezeigt habe. Jetzt greife ich mir diesen Rippungsdraht und wickel auch von mir weg zweimal hier hinten über die Feder drüber. Jetzt habe ich die gesichert, kann sie auch loslassen und dann lose durch die Federwicklungen durch. Und mit jeder Wicklung mit meinem Draht überfange ich diese Feder erneut und so ist die sehr gut gesichert. Jetzt fange ich den Draht direkt hinter dem Köpfchen ab. Und diesen Draht schneidet ihr am besten nicht ab, sondern geht einfach mit dem Draht hin und her und bekommt dadurch, also der bricht dann direkt hinter der Einbindestelle ab. Und so macht ihr eure Schere nicht stumpf und bekommt auch kein überstehendes Ende von dem Draht. Und den Rest von der Feder schneide ich natürlich auch noch ab. So, und jetzt braucht ihr für den vorderen Bereich noch eine pinke Feder. Ist auch von Whiting American Hackle XL in Fluo Pink. Da müsst ihr ein bisschen schauen, die haben hier an der Basis sehr lange Fibern, damit die nicht zu groß sind. Solltet ihr auch ein bisschen weiter in die Spitze der Feder hineingehen. Die binde ich genauso ein, mit der Oberseite der Feder noch oben zeigend. Und hier mache ich jetzt direkt hinter den Augen 2 bis 3 Wicklungen, je nachdem, wie stark dieser pinke Effekt sein soll. Fangen die Feder mit dem Faden ab. Nehme mir dann meinen Kopfknotenbinder und mache direkt hinter den Kugelkettenaugen meinen Abschlussknoten. So, dann kommt nochmal mein Klettverschluss, mein Velcro zum Einsatz. Und jetzt bürste ich nochmal hier ein bisschen durch die Fibern hindurch und ziehe mir so die Dubbingfasern nochmal richtig hervor. Also bekommt die Fliege so eine diffuse Erscheinung. Ist ohnehin schon sehr fluffig. Und diese Fibern von diesen American Hackle-Bälgen, die sind auch etwas weicher und etwas länger und eignen sich somit sehr, sehr gut für solche Wullibagger-ähnlichen Fliegen. Weil die Fibern etwas länger sind und schönes Spiel im Wasser haben. Also sehr gut geeignet für Meerforellenfliegen und solche Stillwasser. Fliegen. Also eine Meerforellenfliege bezeichne ich jetzt einfach mal für die Küste als Stillwasserfliege, weil wir reden da ja nicht von einem Fluss von strömendem Wasser. So, und damit die Fliege auch wunderbar gesichert ist, kommt vorne noch ein Tropfen Lack drauf. Auch von der Unterseite. Ist jetzt ein bisschen viel des Guten, gleich was ins Öhr reingeschmiert. Da bitte darauf achten, dass ihr keine Lackreste in dem Öhr zurückbehaltet. Zum einen habt ihr dann das Problem, dass ihr am Wasser die Fliege nicht direkt anknoten könnt, weil das Öhr zugelackt ist. Und zum anderen, wenn der Lack sehr hart austrocknet, dann bekommt ihr scharfe Kanten im Öhr und es kann sein, dass ihr mit eurem Vorfach an diesen Stellen das Vorfach beschädigt und dann euch einen starken Fisch abreißt. So, fertig ist die Fliege. Ein tolles Frühjahrmuster. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und wünsche euch viel Spaß beim Nachbinden. Euer Mario.